Heute wieder eingefunden zu einer neuen Bibelstunde über Skype. Bruder Michael, Bruder Viktor und ich, Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Und wir wollten heute eine zweite Lesung machen aus der Bibel. Ich gehe mal davon aus, dass ihr damit einverstanden seid, dass wir da fortfahren, wo wir letztes Mal aufgehört haben, uns nicht irgendwie eine andere Bibelstelle suchen. Aber auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Könnt ihr euch ja mal kurz vorstellen und sagen, was ihr noch aus dem behalten habt, was wir letztes Mal durchgenommen haben und weshalb wir jetzt noch mal wahrscheinlich eben noch mal ein paar Verse zurückgehen, zumindest auf Vers 29 in Kapitel 1 des ersten Buch Mose. Aber bis dahin dann sagt mal was für unsere Zuschauer. Meldet euch mal. Ja, hallo, der Michael hier. Großen Abend in die Runde. Wir hatten beim letzten Mal ja das erste Kapitel der Genesis, also den Anfang von Himmel und Erde besprochen, unter anderem auch dann über die Kreation, das heißt, wie die Reihenfolge, die chronologische Abfolge der Schöpfung vonstatten gegangen ist, gemäß der Bibel, und erhebliche Unterschiede zu der allgemeinen Schullehre festgestellt. Und ich denke, dass heute doch wir etwas mehr ins Detail gehen, wobei die ganze Geschichte sicherlich jetzt unendlich tief werden kann. Und das werden wir sicherlich heute auch nicht zeitlich irgendwo sehr stark limitieren, sondern wir werden da direkt einige Fußnoten setzen. Ich habe mir auch schon Notizen gemacht und gebe jetzt mal weiter an meinen Kollegen Viktor, der da oben schon in Hamburg sitzt und sicherlich heute Abend auch schon so einige Sachen hat, die er vorbereitet hat, oder? Ja, moin moin und hallo meine Brüder. Ja, an diesem schönen Abend wieder mit euch verbunden und ich freue mich auch sehr, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, wieder zusammen in der Bibel zu lesen. Und ja, ich stimme da auf jeden Fall zu, dass wir, ich denke, an einigen Stellen nochmal vielleicht zurückgehen und uns die einzelnen Tage vielleicht nochmal so die letzten in der Schöpfungswoche, die ja noch nicht ganz komplett ist, aber da gehen wir dann sicherlich auch noch weiter. Und ja, dann denke ich, lasst uns fortfahren. Ja, hast du denn einen bestimmten Punkt, Viktor, wo du gerne nochmal drauf zurückgehen möchtest, auf das erste Kapitel? Ich habe ja gerade eben angekündigt, für mich wäre es wünschenswert, dass wir auf jeden Fall nochmal die Verse 29 bis 31 nachlesen, weil ich da noch ein paar wichtige Dinge habe. Aber ich weiß ja nicht, was dir sonst auf der Leber liegt oder was dem Michael auf der Leber liegt. Wenn Michael sagt, er hat sich schon Notizen gemacht. Und das war ja letztes Mal auch die erste Bibelstudie, die wir überhaupt zusammen gemacht haben. Die Bedeutung oder die Absicht ist ja auch davon, dass wir daraus lernen und dass wir uns unsere Notizen machen, entweder mental oder schriftlich.
Und dass wir dann darüber sprechen und dass wir das eben ja, so deutlich wie möglich machen für jeden, der hier nicht nur dieses Video schaut, sondern vor allen Dingen auch für uns selber, weil diese Studie machen wir ja hauptsächlich verbunden im Heiligen Geist für uns selber, um eine bessere Erkenntnis und eine bessere Weisheit aus der Bibel, aus dem Wort Gottes zu ziehen. Das ist ja die Absicht, weshalb wir hier sind. Wir hoffen natürlich auf der anderen Seite auch, dass die Leute, die diese Videos schauen, auch dabei davon lernen werden. Das ist ja die Absicht, sonst bräuchte man das ja als Video gar nicht veröffentlichen. Aber die Leute haben ja nicht die Möglichkeit, via Kommentaren oder so irgendwas dran teilzunehmen, weil ich die Kommentarfunktion ausgeschaltet habe bei diesen Videos. Auch Daumen hoch, Daumen runter habe ich ausgeschaltet, weil ich ein solches Thema wie die Bibel oder Bibelstudie nicht angeraten finde, um da viele Kommentare zuzulassen, weil dann verliert man sich in Hundertstel und Tausendstel Diskussionen mit den ganzen Leuten. Das ist nicht die Absicht dieser Zusammenkunft und auch nicht Daumen hoch und Daumen runter, da bin ich auch nicht drin interessiert. Also von daher, ich habe mir wie gesagt selbst nichts notiert, ich bin nur davon ausgegangen, ich möchte gerne nochmal die Verse 29, 30 sicher tiefgehender besprechen, aber ich weiß ja jetzt nicht, was Michael sich notiert hat oder welche Punkte du sonst gerne nochmal besprochen hättest, Viktor. Vielleicht war irgendwas letztes Mal nicht deutlich, was jetzt im Nachhinein dir aufgefallen ist, dass das nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es hätte bekommen sollen. Also, sag's mir mal. Also ich stimme dir auf jeden Fall da gerne zu mit den Versen, die du angeführt hattest, dass man darüber nochmal, denke ich, auch ein bisschen tiefer ja doch sinnieren könnte, weil jetzt auch für mich im ersten Augenblick niemals so in dem Zusammenhang zum Beispiel stand, dass jetzt eine, ja, wenn man jetzt das mal konkret mal anspricht, zum Beispiel eine vegane Lebensweise oder wenn man sich halt auch, also keine tierischen Produkte zu sich führt, dass das im Grunde auch irgendwo daher hingehend ja auch seinen Ursprung hat jetzt aus diesen Versen. Oder wie seht ihr das? Ja, ich sehe das absolut so. Zumindest ist man dann auf der sicheren Seite, ne? Denn wenn da sind ja extra Pflanzen und Früchte geschaffen worden für die Ernährung des Menschen. Und aus der Herangehensweise folgere ich für mich zumindest, dass genau das Gesündeste für den Menschen ist. Mhm. Aber es geht nicht nur um den Menschen hier, Michael. Wenn du keinen Punkt hast, der noch auf frühere Verse zurückgeht, in dem ersten Buch hier, in dem ersten Kapitel Genesis. Auch. Ja, gut, dann lass uns doch bitte damit anfangen. Nicht, dass wir von, wie man so schön sagt, von Pontius nach Pilatus springen, sondern dass wir da, wenn du jetzt irgendwelche Dinge hast, die du noch erhellt haben möchtest oder tiefe eingehend Besprechung haben möchtest, aus früheren Versen aus Kapitel 1, dann lass uns doch bitte da erst hingehen, bevor wir zu 29, 30 kommen. Was ist denn da, was du gerne besprochen haben möchtest? Das ist der Vers 26. Okay. Also und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Genau. Und da hat mich früher, ganz, ganz früher, also vor Jahrzehnten, hat mich der Plural da immer sehr verwirrt. Lasst uns Menschen machen nach unserem. Ne? Mhm. Da habe ich dann zu dem Zeitpunkt gedacht, Moment mal, wer spielt denn da noch mit? Und da konnte mir bis dato halt nicht jemand wirklich eine vernünftige Aussage nennen, warum, wieso, weshalb. Da wurde dann auf der einen Seite gesagt, ja, da waren die ganzen Engel schon fertig und die Cherubim waren schon kreiert. Und dann habe ich aber vor einiger Zeit mal dann bei Johannes 1,1 quer gelesen und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und da bekam der Begriff uns für mich eine ganz andere Wertigkeit. Ne? Ja, also mit anderen Worten wird hier gesprochen von Vater und Sohn. Ja. Ja. Ich muss mal eben hier etwas einblenden. Vielleicht sollte ich euch doch an dem Video teilhaben lassen, dann könnt ihr das auch sehen. Kostet ja nur nichts. Machen wir das hier ein bisschen mit bei. Ich mache mal eben Esort auf. Ich meine, es geht hierbei um den Ausdruck Elohim für Gott oder Gottheit. Und Elohim
wird eben auch im Plural gebraucht. Wenn wir jetzt mal eben gucken, also 1 und dann Vers 26, das ist jetzt die König James Bibel für diejenigen, die das hier noch nicht oft gesehen haben. And God said, let us make man. God, 4,30, Elohim. Siehst du, das ist das Wort Elohim. Und Elohim heißt Plural of H4,33, Eloah. Deity or the deity, God, also Gott oder die Gottheit. Plural von Göttern im normalen, also im normalverständlichen Sinn oder Verständnis. But specifically used, also ganz besonders gebraucht in dem Plural für den alles überherrschenden Gott, ja, den Supreme God. Das heißt mit anderen Worten, obwohl es über eine Einzelperson geht, weil wir wissen ja aus einer anderen Stelle in der Bibel später, dass es heißt, hör, O Israel, dein Gott ist ein Gott oder unser Gott ist ein Gott. Ja? Es gibt nicht mehrere Götter, es gibt einen Gott im Himmel, es gibt den Gott im Himmel, es gibt den Vater und den Sohn. Und inwieweit die 1 oder 2 oder 3 sind, da will ich jetzt gar nicht drauf hinausgehen. Die Trinitätslehre, die von vielen Leuten daraus abgeleitet wird, ist jedenfalls babylonisch und komplett unrichtig. Aber hier wird das Wort Elohim gebraucht. Und Elohim ist halt, wie gesagt, die Mehrzahl von dem Wort H4,33, Elohah. Ich persönlich gehe nach meiner eigenen Studie davon aus, dass hier der Vater und der Sohn miteinander sprechen. Und dass die Menschen in ihrem Ebenbild machen wollen. So ist ja, mein das Verständnis dazu. Ist mein Verständnis in der letzten Zeit dann auch gewesen, aber halt vor 25 Jahren oder so, wo ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, mir wirklich in Ruhe durchgelesen habe, gedacht, Moment, wovon wird da geredet? Und da gab es halt so eine tolle Software wie eSort noch nicht und da hatte ich auch noch nicht eine Schlachter oder eine King James Bibel. Da stand ich dann erstmal auf dem Schlauch. Und das war auch noch in der Zeit vor meinem Internet zumindest. Von daher denke ich mir, sollten wir uns relativ glücklich schätzen, dass wir im Augenblick die Informationsquellen zur Verfügung haben, die wir jetzt hier haben und kostenfrei benutzen können. Ne? Mhm. Und das macht dann auch im anderen Kontext zum Neuen Testament Sinn, wenn bei Johannes 8,58 Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ja, und ich bin, der ich bin, ist ja nun mal halt die Selbstbezeichnung. Johannes wo? Johannes 8,58. 8,58. Ja. Ah, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Ja. Ja. Also, bin ich. Ja, ja. Genau. Mhm. Und I am, the I am, ist ja die Selbstbezeichnung von Elohim, also der Eigenname sozusagen, die Bezeichnung, die da verwendet wird. Das erste Mal in der Bibel, wenn Gott gefragt wird, wie er denn heißt oder wer er denn sei, da sagt er, ich bin der, ich bin. I am who I am. Ja. Richtig. Das ist auch der Punkt, weshalb ich solche Dinge wie Yahuwah und Yeshua und die ganzen hebräischen Namen nicht gebrauche, sondern ich gebrauche das, was ich in der Bibel einem jeden, denke ich, mehr oder weniger offenbart, nämlich, dass er eben sagt, ich bin der, ich bin. Ja. Er ist ja, eben einfach. Er ist. Ja, und das ist halt der Unterschied, ob du jetzt die Bibel zum ersten Mal liest oder ob du die Bibel zum x-ten Mal oder mit Querverweisen lesen kannst und halt ein tieferes Verständnis hast, dann merkst du halt einfach, welche Synchronizität zwischen den einzelnen Versen und auch zwischen dem Alten und Neuen Testament besteht. Ansonsten, und dann macht es ab einem gewissen Punkt auch unendlich Spaß, weil dann plötzlich so die, ja, so ein Cinemascope vom Augen hast, ne, wo du dann halt siehst, Moment mal, im Alten Testament wird dieses gesagt, dann wird im Neuen darauf Bezug genommen und so weiter. Und dann machen die Geschichten dann noch viel mehr Sinn, als wenn man die dann isoliert einzeln für sich betrachtet. Mhm. Ne? Und das macht dann ab einem gewissen Grad, macht das halt sehr starken Erkenntnisgewinn, wofür ich dann sehr, sehr dankbar bin, weil ich diesen Erkenntnisgewinn nicht hätte, würde ich die Bibel einfach nur chronologisch lesen. Aber wenn man einzelne Verse behält und einzelne Wortendungen sogar aufschreiben kann oder wie jetzt hier in eSort nachgucken kann, dann bekommt man nämlich genau diese Verweise, wo man dann sieht, wie Jesus sich selbst bezeichnet und wo dann ganz klar ist, dass Jesus halt von sich selbst bezeugt, er wäre bei der Schöpfung dabei gewesen und dann auch ganz logischerweise der er ist, also ich bin, der ich bin.
Ja, er war nicht nur bei der Schöpfung dabei, er ist ja auch derjenige, der alles geschaffen hat. Ja, durch das Wort, genau. Ja. Johannes 1,1, klar. Ja, nicht nur Johannes 1,1, Johannes 1 und noch ein bisschen weiter auch, ne? Nichts wurde geschaffen, das nicht durch ihn geschaffen wurde, ne? Und so weiter, wie es da steht. Mhm. Ne? Ja, oder eine Offenbarung. Ich bin das Alpha und Omega. Ne? Ja, sowieso. Ich bin ja. der Anfang und das Ende. Mhm. Alles wurde für ihn geschaffen und durch ihn geschaffen. Ne? Wie heißt das hier? In Johannes 1, wie sieht das eben? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Nee, das war es nicht. Ach hier, Vers 2. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Ja? Also ganz deutlich ist das hier Jesus Christus, der Schöpfer ist. Ja? Ich würde es mal so sagen, im Allgemeinen, der biblische Vater ist eigentlich die ganze Zeit mehr im Hintergrund. Wer eigentlich immer im Vordergrund steht, von Anfang an, das ist Jesus Christus. Ob wir ihn jetzt sehen oder ob wir ihn nicht sehen. Interessant finde ich vor allen Dingen, ich dachte eigentlich, dass du darauf hinausgehen würdest. Warum heißt es in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich und so weiter und so weiter. Und dann im nächsten Vers heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Warum steht denn hier, dass Gott sie hier als Mann und Frau schuf, wenn wir im nächsten Kapitel lesen, dass sie erstmal eine Gehilfin für den geschaffenen Mann suchen? Ja, das ist eine Geschichte, da habe ich auch meinen Religionslehrer mit konfrontiert vor 2 Jahren, um keine gescheite Antwort zu bekommen. Nee? Nee. Hast du keine gescheite Antwort bekommen? Da habe ich keine gescheite Antwort zu bekommen. Für mich war es erstmal chronologisch dieses Uns erstmal von extremer Wichtigkeit, wo ich mich darauf eingeschossen habe, weil das überliest man ja, wenn man sich da, lass uns mal Menschen schaffen. So, da ist ja dieses Uns erstmal, ja gut, da muss noch jemand dabei gewesen sein, aber dieses Uns bezieht sich ja genau auf das, worauf sich das Neue Testament als Erlösung, also auf denjenigen, der halt die Entscheidung oder die hat und sagt, okay, ich erfülle hier den Schöpfungsplan, ich erfülle auch den Erlösungsplan, weil ich der Schöpfer bin, weil ich dabei gewesen bin. Ich, ne, ehe Abraham war, bin ich. Also ich bin derjenige, der auch das ganze Menschengeschlecht, vor dem ganzen Menschengeschlecht existiert hat. Ja. Ich würde es auch mal auf die Art und Weise ganz einfach erklären. Unser unendlich weiser und absoluter, unfehlbarer und alles Könnender, um es mal einfach auszudrücken, Gott, der kann sich genauso gut in einer Einzahl wie in einer Mehrzahl nennen. Ne? Er ist nämlich alles. Ne? Er ist alles in allem. Ne? Also er ist sowohl Einzahl als auch Mehrzahl. Selbst so könnte man das erklären. Ich weiß nicht, was du von der Erklärung hältst. Muss ich in Ruhe drüber nachdenken. Kann ich jetzt so direkt spontan, kann ich da jetzt nicht drauf eingehen. Da muss ich mir jetzt erstmal ein paar Sachen, da muss ich, glaube ich, eine ganz andere Ruhe noch für finden, als die ich jetzt habe hier live. Na, gut. Dann probieren wir doch mal eine Erklärung zu finden. Warum steht denn hier im Bild, Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er ihn? Warum steht das denn da so drin? Mein Verständnis hiervon ist das folgende. Selbst im Buch Genesis, also im ersten Buch Mose, ist nicht alles eine rein geschichtliche Abfolge. Kapitel 1, Vers 27, den wir gerade gelesen haben, ist keine rein geschichtliche Abfolge, weil Gott schafft den Menschen ja erst später, wie wir im Kapitel 2 lesen werden. Wenn also Kapitel 1 in diesem späteren Teil hier über diese Aussage, also Vers 26 und 27, eine chronologische Reihenfolge wäre, dann hätte Gott ja den Menschen früher geschaffen, als er ihn tatsächlich geschaffen hat, nämlich am sechsten Tag. Aber an einem anderen Moment des sechsten Tages. Weil erst hat Gott ja all die Tiere geschaffen. Ne? Das lesen wir da auch noch drin. Aber als er ihn dann geschaffen hat, hat er ihn Mann und Frau geschaffen. Dass er sie nicht von Anfang an Mann und Frau geschaffen hat, sondern erst den Mann und dann die Frau, das ist wieder eine andere Sache. Aber man darf eben nicht vergessen, dass nicht alles hier absolut chronologisch ist. Wenn wir im sechsten Tag anfangen, das ist Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringen lebende Wesen vor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm
und Tiere der Erde nach ihrer Art, und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Gott sah, dass es gut war. Bis hierhin, alles vom Vers 1 bis hierhin, ist chronologisch. Und jetzt geht es um die Erschaffung des Menschen. Da geht es erstmal darum, dass Gott sagt, er wird das machen. Er hat davor nicht gesagt, oh, ich mache das oder ich mache das. Er hat gesagt, es werde Licht. Er hat die Lichter in den Himmel geplatzt, die Sonne und den Mond. Er hat die Pflanzen kommen lassen. Er hat das Wasser von der Erde geschieden. Er hatte ja nicht den Plan vorgenommen, aber jetzt geht es hier eben um den Plan, den Menschen zu erschaffen. Deswegen sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Also dieser Plan ist ja im Grunde schon vorher erfasst worden. Er wird uns aber hier jetzt erst mitgeteilt. Es geht hier nicht um diese Chronologie, weil die Chronologie der Schaffung des Menschen, die sehen wir dann später erst im zweiten Kapitel. Und so verstehe ich das, dass das hier gesagt wird, dass Gott hier im Grunde einen Plan mitteilt, aber die Ausführung des Planes sehen wir dann erst im zweiten Kapitel. So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, wie weit ihr damit übereinstimmen könnt oder Fragen dazu habt oder nicht mit mir übereinstimmt. Ja, ich sehe das zweite Kapitel als Detaillierung des sechsten Tages dann halt an. Ne? Ja, genau. Das ist so. Aber davor hatten wir das ja nicht. Davor hatten wir keine Detaillierung. Davor war, Gott sagte das und das und es war so. Ja? Und am Ende des Tages immer, es war gut, es war gut, es war gut. Ja? Also es war sehr gut. Nee, es war gut. War das mit den Menschen nicht? Moment, wo stand denn sehr gut? Es war sehr gut, kommt erst ganz zum Schluss. Ja, genau, das meinte ich ja. Ja, und da sind wir noch nicht. Bis jetzt war immer erst mal gut. Ja, aber nach dem Menschen war sehr gut. Naja, aber bis jetzt noch nicht. Ja. Ja? Am Ende von Kapitel 1 steht noch nicht, es war sehr gut. Vers 31 steht es, ja. Gut. Mhm. Gut, da ist der Mensch ja dann auch schon geschaffen. Aber davor war immer nur, es war gut. Und dann, am Ende, war es eben sehr gut. Ja, richtig. Hast du noch einen anderen Vers, auf den du eingehen wolltest, Michael? Oder nee, noch? Das war eigentlich so der, den ich mir rausgeschrieben hatte. Ich wollte halt den Vers 29, der ist ganz deins. Das ist ja lieb. Ist ganz meins. Victor, wie ist es denn mit dir aus? Auch nur Vers 29? Oder hast du hier noch irgendwie eine Anmerkung zu oder so? Ich meine, das ist ja hier, bitteschön, eine offene Diskussion. Das muss nicht immer einer warten, bis er angesprochen wird. Nein, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt nur noch vielleicht dazu jetzt eingefügt, was wir gerade hatten, jetzt den Vers 27, dass der ja auch nochmal durch so ein Semikolon auch nochmal getrennt ist und das vielleicht auch nochmal so eine Deutung darauf ist, was du auch sagtest. Also die Art und Weise, wie du das interpretierst, da würde ich dir auch folgen. Mhm. Dass das halt so letztendlich in dem ersten Kapitel, ich sag mal, sicherlich so alles, auch wie es so, was du sagtest, auch bis dahin chronologisch stattgefunden hat und dann diese Erschaffung des Menschen detailliert im Folgekapitel dann nochmal beschrieben wird. Ja, es wird uns erst als Plan mitgeteilt. Genau, ja. Dann wird der sechste Tag mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist jetzt passiert, aber wie es dann genau im Detail passiert ist, dafür ist im Grunde das Kapitel 2 da. Das erklärt dann die Schöpfung des Menschen detailliert. Ja, stimme ich damit überein. So verstehe ich das auch. Gut, wollen wir dann in Vers 29 mal gehen? Ja, gerne. Ja, gut. Ich warte auf eine Antwort, wenn ich eine Frage stelle. Gut, Vers 29. Und Gott sprach, siehe, und er sprach zu den Menschen auch, ne? Weil zu wem soll er sonst sprechen? Ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Also ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass er hier zu dem Menschen spricht, der ja im Grunde noch gar nicht wirklich geschaffen ist, weil die Schöpfungsgeschichte selbst kommt ja noch, aber es geht um den Plan. Und Gott macht hier ganz deutlich bekannt, dass er sagt, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber, jetzt kommt's. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist,
habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und jetzt kommt der Punkt, weshalb das für mich ganz, ganz wichtige, fundamentale Verse in diesem ersten Kapitel der Bibel sind. Es eröffnet sich mir ganz deutlich, dass Gott hier zu den Menschen, auch eben auch zu uns Menschen spricht. Er spricht ja nicht nur zu Adam und Eva hier, er spricht ja vor allen Dingen zu uns. Die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben. Gott spricht durch diese Bibel, durch dieses Buch mit uns. Er sagt, siehe Viktor, siehe Michael, siehe Jörg, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben und so weiter. Und dann fährt er fort und sagt, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich aufregt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist. Das heißt, und das ist der Punkt, den niemand wirklich mal beachtet. Und den habe ich auch erst vor kurzer Zeit entdeckt. Ich habe ihn auch nicht beachtet. Ich bin da auch drüber gegangen. Ich habe auch eine Hilfe von außen gehabt, der das gesagt hat. Auf einmal habe ich gesagt, von ja Mensch, verdammt nochmal, der hat ja recht. Das gibt's ja gar nicht. Warum habe ich da nicht früher mal selber dran gedacht? Warum denke ich nicht für mich selber? Ich sage das jedem, dass sie für sich selber mal denken sollen. Ich tue selber nicht. Allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also hat das grüne Kraut keine Seele, oder? Ja, Tiere haben eine Seele, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der Mensch hat eine Seele, das werden wir gleich im zweiten Kapitel noch ganz deutlich lernen. Ja? Menschen haben eine Seele und Tiere haben eine Seele. Dass sie nicht die gleiche Seele haben, das ist wieder eine andere Frage, eine andere Diskussion. Aber sie haben eine Seele, aber Pflanzen haben keine Seele. Weil den Menschen und den Tieren hat er alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und wir wissen, dass Gott alles perfekt geschaffen hat. Als er alles geschaffen hat, gab es keinen Tod in der Welt. Es gab kein Vergehen. Nichts verging. Nichts musste absterben oder sterben. Ja? Alles hat für immer gelebt. Bis, da kommen wir dann später zu, der Mensch fällt und durch den Ungehorsam des einen Menschen, der Tod in die Welt kam, und durch den Gehorsam des anderen Menschen dieser Tod wieder aufgeheben wurde und dem Menschen wieder ewiges Leben geschenkt wurde. Der Letztere ist Jesus Christus, der einzige Mensch, der jemals diese Erde vollkommen rechtschaffen bewandelt hat und durch seine Rechtschaffenheit seine Sünden auf uns genommen hat. Aber jetzt sind wir ja schon im Neuen Testament, ich will ja auch nicht zu weit fortschreiten. Aber der Punkt, den ich machen will, und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ich verstehe das ganz deutlich so. Allen Tieren, allem, was eine lebendige Seele hat, Tier und Mensch, hat er jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und ganz deutlich steht hier nicht drin, dass wir Eier essen sollen, dass wir Kühe melken sollen. Und hier steht überhaupt nichts drin von irgendwelchen tierischen Produkten, schon gar nicht Tiere zu töten. Hier steht, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Das haben wir zur Nahrung bekommen. Und das sagt mir ganz deutlich, dass Gott in seiner Perfektheit, so perfekt wie er eben auch ist, alles so perfekt geschaffen hat, dass er eine Vegetation geschaffen hat, die sich für uns entwickelt und anreift und reif wird. Und die reifen Dinge können wir dann zu uns nehmen und damit können wir uns ernähren. Aber die leben selber nicht. Weil, wenn Pflanzen eine Seele hätten, was sie nicht haben, das lernen wir dann, wenn wir in Kapitel 2 über die Seele lernen, dann würden Pflanzen ja auch leben. Da müssten aber Pflanzen getötet werden, um sie zu essen. Ne? Weil etwas, was man isst, tötet man ja. Ne? Ich meine, wenn ich es zerkaue und wenn ich es runterschlucke und verdaue, dann lebt es ja nicht mehr. Dann wäre aber die Welt nicht perfekt gewesen, weil dann hätte Gott ja den Tod mitgeschaffen. So, und jetzt mal die Frage an euch zwei. Wie seht ihr das denn? Ja gut, das ist ja nun mal halt der Grund, warum ich zum Vegetarier zumindest schon mal gekommen bin. Noch nicht zum Veganer, aber zum Vegetarier. Weil ich das so verstehe, dass halt bestimmt ist, dass uns die Pflanzen primär als, also damals zumindest im Garten Eden quasi, die bald zu Beginn der Schöpfung die Pflanzen halt und die Früchte zur Nahrung dienen sollten und eben kein Fleisch.
dass ich das, also das war für mich eigentlich gar keine Frage, nachdem ich mich dann nochmal reingekniet habe. Das ist für mich ganz eindeutig so, dass ich dann, würde ich Fleisch essen, ein Lebewesen, den Tod eines Lebewesens billigend in Kauf nehme und damit ein Lebewesen noch esse, was eine Seele hat. Richtig. Und Victor? Ja, also ich habe da auch noch mal so ein bisschen drüber sinniert und ich denke auch, dass es deutlich klar wird, denke ich, aus den Versen, wenn man jetzt auch 26 noch mit einbezieht, dass jetzt zum Beispiel so Kühe oder so ein Stier, so ein Bulle, ja, in erster Linie wohl eher die Funktion hat, für uns zu dienen, das Feld zu pflügen, anstatt jetzt, ich sag mal, diese Hochleistungszucht zu betreiben. Und ja, ich meine, das hat ja mittlerweile Auswüchse angenommen, wo ja so Milchproduktion, das ja schon als, ja, sozusagen schon wie so pflanzliche Nahrung schon angesehen wird. Und ja, ich denke, da ist irgendwo, da sind schon lange Grenzen überschritten worden. Und das hat mich auch dann jetzt mal dazu bewogen, jetzt auf komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Und ja, gut, ich meine, das ist erstmal eine Umgewöhnung. Man muss schauen, dass natürlich auch alle Bereiche, die man so, ja, braucht als Mensch, die wichtig sind in der Nahrung, dass die abgedeckt sind. Aber an sich, denke ich, ist die Vielfalt so ausreichend, dass es ohne Probleme möglich ist. Ne? Man muss sich, denke ich, nur mal an gewisse Grundsätze halten. Da können wir auch noch mal später drüber sprechen. Mhm. Das war jetzt noch mal so ein Punkt, der mir eingefallen ist dazu. Ja, das soll ja nun auch kein Video hier werden, um Reklame für Veganismus zu machen. Ja? Ich selber ernähre mich jetzt seit knapp 8 Jahren vegan. Und ich habe da meine eigenen Gründe für, die am Anfang noch nicht mal in der Bibel begründet waren, weil vor 8 Jahren habe ich noch nicht mal an die Bibel oder an Gott geglaubt. Okay? Aber das ist der Punkt nicht. Der Punkt ist, wenn wir in dieser Bibelstudie lesen, dass wir probieren wollen, was will Gott uns mitteilen. Gott teilt uns im Grunde mit, dass er sagt, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Alle Bäume, die samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und hier möchte ich mal eben auf ein Genesis 1 in Esort kommen, also nur auf die King James, auf die englische Bibel. Da heißt es nämlich in Kapitel 1, Vers 28, 29, hier. Wenn wir den Vers mal eben in Englisch lesen, dann heißt es: And God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in which the fruit, in which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Okay? Für dich soll es Fleisch sein, würden wir Meat übersetzen. Das ist wieder so eine Sache, da kann man sagen, von ist jetzt die Übersetzung der Schlachter fehlerhaft oder wie präzise ist sie? Die Schlachterbibel sagt ja, also unsere deutsche Bibel sagt hier, für uns soll es und jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so, in Vers 30. For you it shall be meat, and it was so. Ja? I have given every green herb for meat. Ich habe jedes grüne Kraut als Fleisch gegeben. In der deutschen Übersetzung steht aber Nahrung. Fleisch und Nahrung ist jetzt aber ein Unterschied. Wenn man das anguckt, das hebräische Wort Okla, auf Okla, ist ein feminines Wort, heißt Food, also Nahrung, zum Konsumieren, zum Verschlingen, zum Essen, Nahrung und Fleisch. Also Nahrung ist im Grunde korrekt. Aber interessant finde ich die Redewendung, warum man hier bei der König James das Wort Fleisch gebraucht. So, und da möchte ich jetzt mal eben das Folgende zu sagen. Und das ist jetzt ohne irgendwie, wie gesagt, Reklame für Veganismus oder sowas zu machen. Aber man spricht doch auch bei Pflanzen von Fruchtfleisch. Ich spreche von dem Fruchtfleisch einer Orange oder einer Pampelmuse. Ich spreche von dem Fruchtfleisch einer Aubergine oder einer Courgette, wie heißt denn das im Deutschen?
sag schon mal, diese gurkenähnlichen Dinger da. Ach, ihr könnt mir auch nicht helfen, wa? Nee, kennen wir nicht. Was der Bur nicht kennt, Fritter nicht. Mensch. Gurkenähnlich, auch so grün, oder was ja, meinst ja, du? Ja, grün und lang. Zucchini, oder? Zucchini, genau. Ja, Courgette, wir gebrauchen hier das französische Wort, sowohl im Flämischen als auch im Französischen, das Wort Courgette, wo das herkommt. Ja. Da spricht man ja auch von dem Fruchtfleisch. Ja, ein Kohl hat jetzt kein Fruchtfleisch, aber es gibt ja genügend Gemüsesorten, wie zum Beispiel Aubergine oder eben die Zucchini, die ja eben auch Fruchtfleisch haben. Obst, das Fruchtfleisch hat. Ein Apfel hat Fruchtfleisch. Eine Birne hat Fruchtfleisch. Fleisch, ja, für euch soll es sein wie Fleisch. Das ist das, was mir damals unglaublich aufgefallen ist, als ich dann die König James gelesen habe. Ich sage, für euch soll es sein wie Fleisch. Also Fleisch ist nicht nur geschlachtetes Tier, also ein Kadaver, eine Tierleiche, sondern als Fleisch bezeichnet man überhaupt alle Nahrung, die der Herr uns gegeben hat. Nun, eine der größten Argumente, die viele Leute dann gegen den Veganismus anführen, ist natürlich, dass sie sagen von, ja, so war es in der Schöpfung, aber dann ist der Mensch ja gefallen, hat den Toten die Welt gebracht und deswegen kann er ja auch Fleisch essen. Bis Kapitel 10 in Genesis isst der Mensch kein Fleisch, also kein tierisches Fleisch. Ja? Weil nämlich erst nach der Flut gibt Gott den Verzehr von Tierleichen an Menschen frei. Hat er davor nicht getan. Werden wir auch noch sehen, wenn wir die Bibel weiter studieren. Das ist ja die Absicht, die wir hier machen. Davor waren alle Menschen Veganer, weil sie haben nichts anderes bekommen, um sich zu ernähren. Oder ihnen wurde nichts anderes erlaubt, um sich zu ernähren. Und sie haben nichts anderes getan, um sich damit zu ernähren. Also, für mich persönlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal, Vers 29. Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Oberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allen, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also, die Tiere ernähren sich von dem grünen Kraut, von Gras, von Blättern, von anderen Sachen, wovon sich Tiere eben nun mal ernähren. Und der Mensch ernährt sich von allen Früchten aller Bäume, die auf der Erde wachsen. Für euch soll es sein wie Fleisch. So ist es ganz deutlich ordiniert. Ja? Deswegen isst ein Mensch ja auch kein Gras. Müsst ihr mal probieren. Gras kann man als Mensch mit seinem Magen nicht verdauen. Da fehlen uns die richtigen Enzyme vor. Können wir nicht. Aber den Tieren, denen soll man Gras geben. Das heißt mit anderen Worten aber auch, selbst wenn der Löwe mit diesen Reißzähnen geschaffen wurde, wie wir sie heute kennen, dann wurde er trotzdem als Pflanzenesser geschaffen. Jedes Tier war ein Pflanzenesser. Selbst der Tyrannosaurus Rex war ein Pflanzenesser und kein Fleischfresser. Das natürlich dann später aufgrund der Entwicklung, ich sage jetzt mit Absicht nicht Evolution, aber der Entwicklung, wie sich die Erde dann entwickelt hat, viele Tiere auf Fleischkonsum umgestiegen sind, wie eben der Mensch ja auch, das ist da wieder eine andere Sache. Das ist aber die Folge des Falls. Das heißt, wir sprechen hier in Vers 1 in Genesis über die perfekte Schöpfung. Und, ja, was in der perfekten Schöpfung sich widerspiegelt. Dass der Mensch nachher diese perfekte Schöpfung, zunichte gemacht hat, lass uns mal sagen, ist eine andere Geschichte und da müssen wir mit den Folgen leben. Aber ursprünglich geschaffen, und das ist der Punkt, geschaffen wurde der Mensch und alle Tiere, um sich zu ernähren von der Pflanzenwelt. Und von daher ist es für mich sinnvoll, dass ich mich aus der Pflanzenwelt genügend ernähren kann und dass Gott alle Grundstoffe liefert, die ich zum Überleben brauche, aus der Pflanzenwelt. Ich muss keine Kadaver essen, um mich zu ernähren, um bestimmte Dinge zu haben. Ich kann alles in der Pflanzenwelt bekommen. Weil wenn Gott es so perfekt geschaffen hat und er sagt, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Alles war sehr gut. Dann kann ich doch nicht hingehen und sagen von, ja, aber Gott, ich muss aber doch Tiere essen, weil sonst ist das nicht sehr gut.
Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass in dem Moment, wo ordiniert ist, dass man halt Pflanzen und Früchte isst oder die dafür extra geschaffen wurden, wenn man mal andersrum formuliert, dass dann halt der Verzehr eines Lebewesens ja dann halt Tod gebracht hätte, ja, und den Tod in die Schöpfung gebracht hätte, sozusagen. Mein Punkt, weshalb ich sage, dass Pflanzen keine Lebewesen sind, ja. Ja, und das sehe ich jetzt noch öfters in der Bibel. Und nach der Sintflut ist dann halt nach der Sintflut. Aber wir reden ja jetzt hier vom Anfang. Und am Anfang, der Ursprungszustand, der Bestzustand, denn wäre, der Wunschzustand ist, es ist halt einfach so, dass man halt keine Lebewesen tötet. Und keine Lebewesen isst und keine Lebewesen halt irgendwie zur Nahrung benutzt. So würde ich das verstehen. Ja, dem stimme ich zu. Und da gibt es dann im Laufe der Bibel dann doch so einige Widersprüche, die dann kommen und einige Fälschungen, die auch den Weg in die Bibel gefunden haben. Ich will es jetzt nicht extrem ausbreiten, sonst reden wir heute nur noch über das Kapitel 1 hier. Aber es gibt da so einen bekannten Vers in Markus 7,19, wo dann die katholischen Bibeln da einfach einen Satz hinzudichten, der dann sagt, hiermit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Ja, der steht jetzt in unserer Bibel, in unserer Schlachter, ich habe ihn da schon nachgeguckt, sowohl als auch in der King James Bibel eben nicht drin. Aber ich habe hier noch eine katholische Schulbibel von, weiß ich nicht, 1980 oder so liegen. Ich müsste sie jetzt aus dem Keller holen, ehrlich gesagt. Aber da steht halt dieser Satz als Zusatz drin, das kann man auch im Internet abfragen. Ich bin halt einfach nur, wollte in den noch einfach eben da reinwerfen, dass da eine ganz große Diskussion darüber im Gange ist, dass man da alles essen könnte, weil ja quasi nichts das Herz berührt, sondern alles nur durch den Magen geht. Und da habe ich eine andere dezidierte Meinung zu und die begründe ich halt einfach auf dem Alten Testament. Und hinzufügen. War das Markus 7,9? 7,19. Ah, 19. Ah, okay. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Ja, was hat denn nun damit Essen überhaupt nichts zu tun? Nein, nein, aber ich sag ja, dann kommt ein Zusatz, der in den vielen katholischen Bibeln und wahrscheinlich auch in ökumenischen Bibeln drin enthalten ist, der da heißt, hiermit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und das ist ein Erklärungssatz, ja, aber der ist eben nicht Wort Gottes und der hat auch keinen biblischen Ursprung. Und da wird halt einfach Tradition sozusagen mit dem Wort halt wieder vermischt, wie das halt so typisch ist für die römische Lehre. Ja, das ist da sehr typisch für. Und Viktor, hast du noch irgendwas anzumerken oder Fragen? Oder? Nee, also von meiner Seite können wir Kapitel 1 dann auch soweit dann abschließen. Gut, hatten wir ja auch gemacht, dann gehen wir mal durch. In Kapitel 1, also abgeschlossen, dann gehen wir durch in Kapitel 2. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Was ist denn das ganze Heer? Ja, ich denke, die Frage kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten, aber du würdest gerne halt die Meinung von anderen dazu hören, oder? Dafür dient doch eine Bibelstudie, oder? Dass ihr euch ja ein bisschen beteiligt, ne? Ja. Ja, das Heer ist ja normalerweise, sind ja normalerweise die Streiter und Diener des obersten Befehlsinhabers sozusagen. Mhm. Ja. Und als Heer würde ich jetzt eben die jetzt kommen wir auf den Namen jetzt nicht. Engel. Nein. Nee. Die Cherubim und die Engel halt bezeichnen. Ja, ich wollte jetzt so ein bisschen die Hierarchie noch da drin haben. Ich habe als Cherubim empfinde ich die Thronwächter sozusagen, also die spezielle Aufgaben haben und diejenigen eben, die jetzt besonders hochgestellt sind. Und dann gibt es halt da halt noch die Engel und dann gibt es sicherlich da noch Unterscheidungen, die man sagt ja zum Beispiel landsläufig ja, Erzengel und halt wahrscheinlich normale Engel. Da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen zu. Aber ich meine es einfach als Heer, alles, was dem Schöpfergott untergeordnet ist, in ihnen in irgendeiner Art und Weise dient, ist dann halt das Heer. So würde ich das erstmal sagen. Und zwangsläufig würde man sagen Engel. Ich glaube, das ist noch sehr viel weiter gefasst. Ja, aber Engel und alles, was dazugehört.
So würde ich das auch verstehen. Ja, genau. So würde ich das auch verstehen. Aber es gibt ja schon durchaus ganz viele Bibelstellen, wo die Cherubim genannt werden. Und das scheinen wohl keine normalen Engel gewesen zu sein. Nee, das sind Engel, die halt in der Hierarchie über den anderen stehen. Ja. Ja. Obwohl es im Himmel ja eigentlich keine Hierarchie gibt. Aber die Cherubim waren durchaus Engel. Die waren die Gralswächter, würde ich mal so sagen. Ja, aber gut. Genau. Und die Engel selber hatten ja auch, es gibt ja auch Engel, die spezielle Aufgaben hatten. Ja. Und deswegen kann man da schon sehen, Moment mal, da muss es irgendwo eine Gewaltenteilung oder eine spezielle Sache geben, wo dann halt, ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, wo ein Engel ein spezielles Talent für bekommen hat. Ja, eine spezielle Aufgabe. Ich möchte das gerne vergleichen, Michael, mit dem Körper Jesu Christi hier auf Erden. Von uns wird ja auch gesagt, wir sind alle Glieder dieses einen Körpers, des Körpers Jesu Christi. Und jedes Glied hat seine eigene Aufgabe und seine eigenen Talente. Und viel anders ist das mit den Engeln im Himmel auch nicht. Die haben auch alle ihre eigene Aufgabe und ihre eigenen Talente. Genau wie wir, genau wie an unserem Körper. Das Auge kann etwas, was das Ohr nicht kann. Das Ohr kann etwas, was der Mund nicht kann. Der Zeh kann etwas, was der Daumen nicht kann und so weiter und so weiter. Ja? Also ich glaube, in der Beziehung würde man das, glaube ich, ganz gut verstehen, dass es dort irgendwo eine, zwischen Anführungszeichen, Hierarchie gibt. Aber auf jeden Fall gibt es eine Einteilung. Nicht jeder kann alles und nicht jeder kann alles eben gut. Es gibt eben, wie wir bei uns sagen, wir suchen uns ja meistens einen Beruf. Das kommt von Berufung. Warum sind wir dazu berufen? Weil wir gewisse Talente entwickeln im Laufe unseres Aufwachsens, die uns dazu befähigen, einige Dinge zu tun und einige andere Dinge nicht zu tun. Ich selbst bin inzwischen über 52 Jahre und ich weiß immer noch nicht, wo mein Beruf liegt in dieser Welt. Ich weiß nur, dass meine Berufung da liegt, in das zu machen, was ich heute Abend mache. Bibelstudie und Bücher lesen und die Bücher mit euch teilen und besprechen, so wie ich das auf meinem Kanal mache. Das weiß ich, aber wozu hier auf der Erde mein Beruf ist, weiß ich nicht, weil ich habe so zwei linke Hände und ich kann im Grunde überhaupt nichts. Ich habe mich halt nur durchgeschlagen bis jetzt. Ja, aber es ist doch so, dass wenn ich die Schöpfung sehe, dass da in der Schöpfung ja auch eine Chronologie drin steckt, also auch eine Herangehen, ein Plan, ja, also ein Plan, ein Ablaufplan drin steckt. Ja, vor allen Dingen hat Organisation geschaffen, bevor er die Tiere geschaffen hat, ne? Um dafür zu sorgen, dass wenn er die Tiere schafft, dass sie dann auch was zu essen haben, ne? Ja, und deswegen halt auch quasi so ein Organisationsdiagramm, so wie ich das aus der Schule kenne, ab, wo ich dann sage, okay, das geht dann halt tatsächlich, da geht es von oben nach unten. Und ich für mich selber wird es jetzt einfach nur schlüssig sein, zu behaupten, dass halt auch das Heer selber verschiedene Aufgaben darstellt. Das heißt, dass man da halt, wenn ein Schöpfer da ist, halt der eine sagt so, der eine ist halt für die Aufgaben zuständig, der andere ist für jene Aufgaben zuständig. Ansonsten macht es ja irgendwo wenig Sinn, wie ein Bienenvölkchen da einen König zu haben und dann eine Riesenherrscher, die dann alles gleichzeitig kann. Es ist in verschiedenen Stellen der Bibel, die später kommen, ja eindeutig beschrieben, dass da einige eine spezielle Bewandtnis haben, eine eigene spezielle Aufgabe haben. Gott ist zum Beispiel der Engel, der die Niederkunft Maria verhießen hat. Ja, der ist ja auch von Gott geschickt worden. Der mag dann halt ein besonders, ich kann es jetzt nicht biblisch begründen, aber ich sage es einfach mal aus meinem Verständnis heraus, der mag dann eine besonders angenehme, wohltuende, sanfte Erscheinung gewesen sein. Ja, mit einer sanften Stimme zum Beispiel, damit er den Leuten die Angst nimmt. Ja, solche ganzen Dinge könnte ich mir da jetzt rein interpretieren. Und So sehe ich die anderen Dinge auch, denn wenn wir eine Chronologie und auch eine Abstufung haben bei der Schöpfung, dann ist das garantiert bei den Dienern Gottes dann auch nur irgendwo nachvollziehbar, denn ansonsten würden wir in der Bibel Zeugnisse lesen von unheimlich großen Heerscharen, die da jetzt für dieses zuständig sind und jenes, aber wir lesen halt nur die Namen von, ich glaube, drei Erzengeln, die mir jetzt auf Kopf sind. Michael, Gabriel und Raphael. Vielleicht habe ich jetzt noch einen vergessen. Und selbst der Islam selber bezieht sich ja jetzt nur bei der Prophetie, bei der Erscheinung für den Propheten Mohammed auch nur auf einen Engel. Da müssen wir eben nachgucken, wer das ist. Ich meine, Gabriel, wenn ich mich nicht irre. Gabriel, ne, genau. So, also selbst da gibt es, egal wo es ist, es gibt da nicht diese unendliche Anzahl.
ja, wo man jetzt sagen könnte, guck mal hier, da ist schon wieder ein neuer Engel und dieses und jenes, sondern es sind einige ganz wenige halt, die anscheinend Spezialaufgaben haben und die aber dann für uns jetzt erstmal relativ, ja, relativ nicht greifbar sind, denn wir sind ja dem Herrn verpflichtet, unserem Schöpfer verpflichtet und wir können als dieses beschränkte, an den Körper gebundene Wesen solche Dinge gar nicht erfassen. Ja, wie kann ich einen multidimensionalen Raum als Mensch überhaupt mir vorstellen? Ja. Also ich glaube, um es mal kurz zusammenzufassen, du warst im Grunde schon am Anfang richtig gut dabei, als du das zusammengefasst hast mit dem Heer. Das Heer ist eben alles, was dem einen unterstellt ist, unserem Schöpfergott. Alles, was er geschaffen hat, Sonne, Mond, Sterne, Erde, alles, was auf der Erde ist, Wasser, Fische, Vögel, Menschen, alles das bezeichnet das Heer. Das Heer untersteht dem einen Schöpfer, der mit seinem Organigramm eben alles designt hat. Ja? Mhm. Es ist ein Design dahinter. Es ist eine mutwillige, geplante Schöpfung, die dahinter steht. Es ist nichts per Zufall irgendwie entstanden. Ja, mit dem Wort Design habe ich wieder meine Probleme, weil da halt einige Aspekte aus anderen Sekten da reinfließen, die dann auch gerne dieses Grand Design für sich in Anspruch nehmen wollen. Ne? Was ich aber jetzt interessant fände, ist deine Meinung dazu, wann denn die Engel kreiert worden sind. Denn hier steht ja ganz, ganz eindeutig drin im ersten Vers schon, so werden die Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und dann geht es weiter und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet. Also es wird meiner Meinung nach im ersten Kapitel nicht darauf eingegangen, wann die geschaffen worden sind. Das ist, glaube ich, ein Wissen, was uns so nicht zur Verfügung steht, oder? Also ich glaube, außer wir interpretieren es da hinein, wird uns hier nicht deutlich gesagt, wann die Engel geschaffen wurden. Von daher würde ich davon ausgehen, wir lesen ja hier, wenn wir nochmal eben zurückgehen, auf Genesis 1, da heißt es am Anfang, der Anfang der Welt, Gott erschafft Himmel und Erde. Da steht ja nicht der Anfang von allem, Gott erschafft den Himmel und die Engel und dann die Erde oder wie auch immer, da steht ja nicht drin. Wir lesen hier nur von der Geschichte, wie der Himmel und die Erde, wie wir sie kennen, geschaffen wurden. Wir lesen hier nichts, wie die Engel geschaffen wurden. Das wäre pure Interpretation. Ja. Wovon wir ausgehen können, ist das Folgende, dass alles, was der Herr schafft, sowohl im Himmel als auf der Erde, in Vers 1 von Genesis Kapitel 2 abgeschlossen ist. Wann genau er die Engel geschaffen hat, das steht hier nicht drin. Aber dass er sie geschaffen hat, wissen wir, weil wir wissen, dass es sie gibt. Ja. Und alles, was er geschaffen hat, wurde vollendet. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Also alles wurde vollendet. Mhm. Die witzigerweise spricht die King James dann auch hier in dem Augenblick von the heavens, also die Himmel. Jetzt im zweiten Kapitel. Ja. Gucken wir mal eben ins zweite Kapitel, ja. The heavens and the earth, ja. Hier heißt es Shamayim. The second form being dual of an unused singular. Aha, also das zweite, eine Dualität von einem ungebrauchten Singular. From an unused root meaning to be lofty, the sky as lofty dual, perhaps alluding to the visible arch in which the clouds move, as well as to the higher ether. Also hier lesen wir im Grunde die Erklärung von dem, was in der Schlachter bereits im ersten Vers drinsteht. Aber hier haben wir das Wort Shameh oder Shamayim, und zwar welches ist das jetzt? H8064. Und wenn wir in 1 zurückgehen, haben wir auch 8064. Also hier ist es dasselbe Wort. Nur jetzt wird hier in Genesis 1 wird gesprochen in der Schlachter von die Himmel und in der König James von der Himmel. Und in Kapitel 2 wird dasselbe Wort gebraucht, 8064, und wird übersetzt als Mehrzahl. Warum? Wer versteht es nicht? Arm hoch. Ich kann es doch nicht sehen. Warum? Weil wir in Genesis 1 gelesen haben,
dass der Herr durch die Wasser eine Scheidung gemacht hat. Er nannte die Ausdehnung, Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Es sammelte sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, sodass man das trockene sehe. Also hier wurden die verschiedenen Himmel geschaffen. Am Anfang schuf er, lass uns sagen, den Himmel. Und durch die Teilung von dem Wasser hat er dann die Himmel geschieden. Und deswegen geht wahrscheinlich die König James im Englischen in Vers 1 auf in Kapitel 2 auf die Himmel ein, die Schlachter schon im ersten meint, bezeichnen zu müssen. Warum die Schlachter denn ausgerechnet jetzt im zweiten, wo die König James Mehrzahl anspricht, hier Einzahl braucht, so wurden der Himmel und die Erde vollendet, ist eine gute Frage. Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber das Wort, wenn wir das Isort dabei nehmen, hier, Shamayim, das ist dasselbe Wort in Genesis 2,1 wie in Genesis 1,1. Okay? Sehen wir hier. 8064, Shamayim, dasselbe Wort. Okay? Also da ist kein Unterschied. Wahrscheinlich würde es uns allen nicht schlecht tun, wenn wir auch noch Hebräisch und Griechisch könnten, aber man hat eben so seine Beschränkungen. Wir müssen mit diesen Übersetzungen leben. Also in der Luther 1545 steht einfach drin, also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Also da steht Himmel unbezeichnet, ohne weder Singular noch Plural. Ja, macht ja auch am meisten Sinn. Jetzt kommen wir aber zu einem nächsten Punkt, der dürfte auch nochmal ganz interessant werden. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Bevor wir also mit der Schöpfungsgeschichte ein wenig detaillierter fortfahren, um zu erfahren, wie der Mensch noch gemacht wurde und so weiter, lesen wir hier erstmal, dass die Schöpfung nicht in 6 Tagen abgeschlossen war, sondern dass die Schöpfung anscheinend 7 Tage gebraucht hat. Nun, ich habe immer eine ganz interessante Parabel gebraucht dafür, um den Leuten zu erklären, wofür der siebte Tag da ist. Aber das ist ja eine Bibelstudie für uns alle und ich bin ja nicht hier, um alles zu erklären. Ich kann das ja genauso gut mal meine beiden Brüder erklären lassen oder sie erklären lassen. Nur, einen Punkt möchte ich jetzt mal eben ganz deutlich sagen. Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Er ruhte an dem siebten Tag und er segnete den siebten Tag und er heiligte den siebten Tag. Wenn wir später in der Bibel erfahren, dass dieser siebte Tag von Gott ordiniert wird für den Menschen, um den ebenso frei zu halten von Arbeit, wie er das getan hat, dann möchte ich gerne von demjenigen wissen, der sagt, den Sabbat gibt es nicht mehr, wo Gott sagt, ich habe den siebten Tag die Heiligung weggenommen und ich habe die Segnung des siebten Tages weggenommen. Das möchte ich dann gerne mal eben wissen. Und ein zweiter Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass dieser siebte Tag der Sabbat ist, dann möchte ich auch ebenso gerne von den Leuten wissen, wo denn hier bitte schön ein Jude ist, dem hier ordiniert wird, dass er den siebten Tag ruhen soll, weil der Sabbat, der siebte Tag, der Ruhetag des Herrn, wurde ordiniert am Ende der Schöpfungswoche, um die Schöpfungswoche abzuschließen. Ja? Und ich kann das, wie gesagt, mit einer Parabel nochmal erklären. Das mache ich auch gerne, aber erstmal lasse ich gerne meine beiden Brüder hier sprechen darüber und möchte gerne ihr Verständnis darüber haben und möchte gerne wissen, ob wir zum selben Einverständnis in diesen beiden Versen kommen. Also bitte, ihr beiden. Viktor? Ja, also ich denke, also ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Punkt du jetzt da hinaus wolltest, aber wir lesen ja in Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Also denke ich, ist es dann auch in dem Augenblick für uns auch so eine Art Pflicht, diesen Tag freizuhalten und dem Schöpfer zu ehren. Okay. Michael, hast du da auch noch was zu? Nee?
Doch, 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 doch. Aber oder ich sag mal, dem Schöpfer es gleich zu tun und auch zu ruhen. Ne? Also ja. Ich keine Arbeit zu verrichten. Es steht an einer anderen Stelle in der Bibel geschrieben, der Mensch wurde nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Mensch. Ne? Das mal eben dazu. Das erklärt hat Jesus ein bisschen deutlicher. Ja, ja, ich sage ja an einer anderen Stelle in der Bibel. Kommen wir auch noch irgendwann mal hin. Genau. mit diesem Tempo wahrscheinlich im Jahr 2058. Da habe ich ein Problem, da muss ich dann wahrscheinlich meine vierten Zähne rausnehmen, wenn ich die noch habe. Aber also ich verstehe das so, dass er halt diesen Tag ordiniert hat, wo es nur zwei Menschen auf der Welt gab. Und deswegen halt das nicht an eine Rasse oder an ein Geschlecht oder ein Volksstamm oder an wen auch immer gerichtet ist, sondern an die Menschheit, nämlich diejenige, die dann erstmal aus zwei fortpflanzungsfähigen Menschen bestand. Und diese Ordination halt damals schon im sogenannten Garten Eden dann halt schon platziert und ausgesprochen wurde. Denn alles andere lässt sich ja durch die Bibel nicht belegen. Das heißt, da sind wir ja schon, bevor wir irgendwelche Einteilungen in irgendwelche Physiognomie oder Rassen haben, eigentlich beim einfachen eigentlichen Menschen. So. Und warum jetzt der Sabbat geheiligt werden soll, da ist halt für mich nur das so viel verständlich, dass ich sage, gut, das ist halt der Tag, um dem Schöpfer zu huldigen. Es ist für mich der Tag, um innezuhalten und daran zu denken, dass ich nicht nur hier als ein fleischliches Wesen bestehe, sondern dass ich halt auch ein geistiges Wesen bin und demzufolge meinem Schöpfer halt an dem Tag besonders gedenke und nicht nur das Leben halt aus der körperlichen Komponente besteht, indem man halt abends ins Bett geht, aufsteht, isst, schläft, trinkt und arbeiten geht, sondern dass es da halt einfach noch der Mensch sich deswegen auch von den Tieren abhebt, weil der Mensch in der Lage ist, sich über solche Dinge überhaupt Gedanken zu machen und den Schöpfer da zu ehren. Und ein Tier hat halt dieses entwickelte Bewusstsein meines Verständnisses nach nicht. Und deswegen hat er den Menschen ordiniert, den siebten Tag zu heiligen, weil der Mensch halt im Angesicht Gottes geschöpft worden ist. Und um den Menschen klarzumachen, dass er im Angesicht des Schöpfers eben geschaffen worden ist. Für mich ist das halt einfach nur eine Ehrerbietung und eine Dankeserbietung, für die eigentlich nur der Mensch in der Lage ist und nicht die anderen Teile der Kreation. Das wären da jetzt so meine ersten Gedanken zu. Gut, dann habe ich noch ein paar Gedanken dazu. Hab ich mir gedacht. Wir haben im ersten Kapitel Genesis deutlich gelesen, dass Gott jeden Tag gebraucht hat, um etwas zu machen. Am ersten Tag schuf er Himmel und Erde, dann sagt er, das Wasser muss geschieden werden, dann sagt er, das Trockene komme an Land und auf dem Trockenen sollen Pflanzen wachsen. Am vierten Tag machte er die Sterne und die Lichter im Himmel. Am fünften Tag schaffte er die Vögel. Am sechsten Tag schaffte er die Meerestiere dazu. Am sechsten Tag schaffte er all die ganzen Landtiere und den Menschen. Ja, und am siebten Tag, was hat er denn da geschaffen? Nix. Jetzt möchte ich mal eben die Parabel anholen, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Ich glaube nicht unbedingt in Videos, weiß ich gar nicht mehr. Und ich finde die sowas von logisch und sowas von schlüssig, dass ich mir schon eine andere Erklärung für den Sabbat gar nicht mehr vorstellen kann. Also Gott hat sechs Tage lang etwas geschaffen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Maler und ihr wollt ein Bild malen. Da müssen wir erstmal das Material, was wir für das Bild haben, zusammenbringen. Also erstmal müssen wir uns irgendwo hinbegeben, wo wir malen wollen, ist das drinnen oder draußen. Dann müssen wir uns da ein Stativ oder eine Staffette aufstellen, wie das heißt, und eine Leinwand da drauf machen. Dann müssen wir Stifte haben, dann müssen wir Farben haben, dann müssen wir Pinsel haben, wir müssen Material haben, um damit arbeiten zu können. Und jetzt teilen wir das alles eben verschiedene Tage auf. Jeden Tag wird etwas gemacht. Am ersten Tag wird einfach nur die Leinwand auf dem Stativ auf dem richtigen Platz aufgestellt, um das zu machen. Und dann fange ich an am nächsten Tag, dass ich mir Bleistifte nehme und Zeichnungen da reinmache und schon mal grob umreiße, um was das Bild überhaupt geht.
Das wird dann am nächsten Tag wird das dann detailliert. Dann werden diese Striche mit Farbe angemalt und dann wird die Farbe ausgemalt. Und zum Schluss wird hier und da noch ein bisschen was Detail dazugefügt, weil wenn ich ein Schaf auf dem Berg malen will, dann muss ich ja auch das Schaf anders malen, wenn ich es aus 1000 Meter Abstand betrachte oder aus 50 Meter Abstand betrachte. Also ich muss dem Bild Tiefe geben, Details geben. Und wenn ich das alles gemacht habe und das Bild ist fertig nach 6 Tagen, komplett, ja, alle Zeichenstifte sind gemacht, alle Farben sind da drin, alle Umrisse sind da drin, alles ist ausgefüllt. Und ich will jetzt mit dem Bild irgendwas machen, da muss ich ja nur noch sagen von, ja, wer hat denn das Bild überhaupt gemacht? Ich muss es ja jemandem zuweisen können. Was mache ich dann? Ich setze meine Unterschrift darunter. Und genau das hat Gott mit dem 7. Tag gemacht. Er hat jeden Tag in der Woche etwas geschaffen und als die Schöpfung fertig war, da hat er den 7. Tag gemacht, hat an den 7. Tag von der Schöpfung geruht und hat gesagt, schaut, ich, der ich alles in 6 Tagen geschaffen habe, gebe euch jetzt diesen 7. Tag, dass ihr genauso wie ich an diesem Tag ausruht und die Schöpfung genießen könnt, wie ich da jetzt auch von genießen kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen lapidar hier mit rein, dass wir eben wissen, dass Gott alles geschaffen hat, deswegen gibt es 7 Tage. Es ist seine Unterschrift, es ist sein Zeichen, dass alles von ihm gemacht wurde. Das ist für mich das Verständnis des 7. Tages. Habt ihr die Erklärung schon mal gehört? Und was haltet ihr davon? Erste Frage, ja. Zweite Frage, ja, kann ich nachvollziehen. Für mich ist noch die Frage, ob nicht der Mensch dann selber auch an dem 7. Tag nicht nur Gott gedenkt, sondern auch dann halt schaut, was er als Abbild sozusagen noch besser machen könnte. Ich kann mich ja nur selbst verbessern, wenn ich mich verbessere im Standard der Bibel, ne? Ja, und deswegen, ja, eben deswegen sollte er ja am 7. Tag an den Schöpfer gedenken, wie er geschöpft hat, dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. Dann kann man zumindest wieder jeden 7. Tag seinen Weg vielleicht ein bisschen korrigieren. Wenn später in der Bibel ordiniert wird, an 6 Tagen sollt ihr arbeiten, alle eure Werk verrichten, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen und sollt ihr nichts tun, dann sagt er ja nicht, dass wir den ganzen Tag faul auf dem Arsch sitzen sollen auf dem Tag, sondern dass wir eben den 7. Tag dafür gebrauchen können, uns Gott zu nähern, durch zum Beispiel sein Wort zu lesen und zu studieren. Wahrscheinlich kommt daher ja auch die Tradition, sage ich jetzt mal, früher im Alten Testament in die Synagoge zu gehen oder im Neuen Testament eben in die Kirche zu gehen und zusammenzukommen und das Wort Gottes dabei zu haben und das Wort Gottes zu studieren. Auf jeden Fall soll man an dem 7. Tag Gott frönen und man soll ihm seine Aufmerksamkeit widmen, nicht dem Job, den man braucht, um Geld zu verdienen und zu überleben und Essen und Trinken zu machen, aber war eh nicht alles, sondern man soll den 7. Tag gebrauchen, um an Gott zu denken und Gott die Ehre zu geben an dem Tag. Dies ist ein Tag, um Gott zu ehren, denn er hat alles gemacht, hat an dem Tag geruht und hat diesen Tag gesegnet und er hat den Tag geheiligt. Gott hat keinen anderen Tag der Woche gesegnet und geheiligt. Also die ganzen Leute, die meinen, ich kann Gott an jedem Tag anbeten, jeder Tag ist genauso gut. Natürlich kannst du Gott an jedem Tag anbeten, aber Gott hat nur einen, nämlich den 7. Tag in der Woche gesegnet und geheiligt dafür. Und wenn jetzt jemand meint, ich kann das auch an einem anderen Tag machen, ja, aber einen anderen Tag hat Gott nicht geheiligt und gesegnet, er hat diesen einen Tag gesegnet und geheiligt. Für mich ist das persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch noch mal ein Ding zufügen, bevor ich da jetzt wieder Leute haben, die abhaken von, oh ja, wenn man den Sabbat hält, dann ist man folgendes Jörg errettet. Na, da geht es gar nicht drum. Ich kann das Gesetz nicht halten. Ich kann weder das Sabbatgesetz richtig halten, wie ich es halten muss, noch alle anderen Gesetze richtig halten, wie ich es halten muss, weil ich bin ein Sünder. Ja? Und ich brauche Jesus Christus, der für mich dazwischen kommt. Aber ich strebe danach, das Gesetz so gut wie möglich zu halten. Und wenn Gott hier bereits am Ende der Schöpfung den 7. Tag segnet und heiligt, dann ist das für mich ein Zeichen, dass Gott mir sagt, schau, an 6 Tagen habe ich das alles gemacht, am 7. Tag habe ich geruht und diesen 7. Tag gebrauche bitte, um meiner zu gedenken, meiner Schöpfung zu gedenken und meiner zu gedenken und
mir die Ehre zu erweisen, die mir zusteht, weil nichts anderes sagt er jedoch in anderen Worten. So verstehe ich das zumindest. Deswegen werde ich aber nicht errettet. Errettet werde ich durch Gnade. Das hat überhaupt nichts mit dem Sabbathalten zu tun. Aber wie Jesus Christus gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja, da gehören alle dazu. Da gehört auch das Sabbatgebot dazu. Und nicht irgendwie den Mittwoch heilig halten oder den Sonntag, ja? Sondern eben den Sabbat, den siebenten Tag der Woche, wie er uns überliefert wurde. Der Antichrist hat viele Dinge verändert, aber die Sieben-Tage-Woche hat er niemals anfallen können. Er hat es mal probiert. Es gab mal, glaube ich, in Spanien oder so im Mittelalter, haben sie mal probiert, das Zehn-Tage-System einzuführen, die Zehn-Tage-Woche. Hat aber nicht funktioniert. Ja? Wir leben immer noch so, wie Gott es geschafft hat, in sieben Tagen. Und wir rechnen heute auch immer noch so, dass das Antichristensystem dem anderen Namen gibt, diesen Tragen, und andere Bedeutungen gibt, und dass wir mit einer DIN-Norm hier in Europa anscheinend jetzt den Montag als ersten Tag der Woche haben, anstatt den Sonntag, wie es biblisch ist. Das ist eine andere Sache. Da diskutiere ich gar nicht drum. Aber wir haben immer noch diese sieben Tage. Und von daher ist für mich immer noch der siebente Tag der Tag der Ruhe, der Tag, den Gott gesegnet hat, der Tag, den Gott geheiligt hat, um für jeden Menschen deutlich zu machen, das ist seine Signatur, seine Unterschrift unter dem Werk, das er gemacht hat. Wie wenn ich, der ich ein Künstler bin, ein Bild mache und durch meine Unterschrift das Bild mir eigen mache und meine Urkunde davon gebe, dass das meins ist. Genauso hat Gott mit dem siebenten Tag seine Urkunde davon gegeben, dass die Schöpfung seins ist. Und das ist der Punkt, den ich hierbei gerne machen wollte. Ja, und das ist auch keine Reklame für die sieben Tage Adventisten, die ganz sicher nicht. Eben, ne, die halt eine ganze Menge Falschlehrer mit drin haben, und es hat auch nichts mit dem Feiertag zu tun, den der Staat für uns hier vorsieht, und mit dem sogenannten Sonntag, der nicht biblisch ist, der Tag der Sonne ist, der in der römischen Kirche gefeiert wird zu Ehren des Gottes Apollo zum Beispiel oder zu Ehren des Gottes Zeus. Entschuldigung, jetzt bin ich bei den Griechen, Jupiter, sondern der eigentliche Sabbat ist der Samstag. Und man kann es halt einfach über die den Wortstamm herleiten. Da wäre dann lateinisch Sabbatum, der Samstag, oder halt Sabato, italienisch, abgeleitet. Daran kann man doch schon ersehen, welcher Tag wozu gehört, und dass es halt eben gar nicht der normale Sonntag ist, wo wir alle frei bekommen vom Staat, damit wir in dem römischen System deren Feiertag heiligen oder feiern können. Ja. Wäre mir auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, das ist auf jeden Fall viel, interessante Dinge, die ihr da angefügt habt. Da ist mir auch jetzt in den Sinn gekommen, dass es dann letztendlich ja auch dann irgendwo die Pflicht eines jeden ist, seine Arbeit innerhalb von 6 Tagen zu erledigen, dass der siebte Tag dann auch freigehalten werden kann. Und witzigerweise, ja, dann kann man auch immer dann die Gottlosen erkennen, ne, wenn sie am Samstag arbeiten. Naja, das ist ja gerade diese große Umschichtung, die in unserem System stattgefunden hat. Der Sabbat fängt ja an Freitag mit Sonnenuntergang und endet Samstag mit Sonnenuntergang. Und genau in diese Zeit hat das Antichristensystem was gemacht? Sportveranstaltungen wie Fußballspiele, Eishockeyspiele, Handballspiele, Vergnügung, Freitagabend, Disco ausgehen oder Club oder wie das heute heißt, sich amüsieren und all diese ganzen Dinge, das Wochenende einleiten, ja? Sofort, wo der Sabbat anfängt, fangen die Menschen was an zu tun? Zu sünden. Und das ist auch genauso beabsichtigt. Ja. Wobei ich dazu sagen möchte, am Sabbat sind ja verschiedene Dinge durchaus erlaubt. Also man darf ja auch beispielsweise am Sabbat jemanden heilen oder jemanden behandeln oder jemanden pflegen, jemanden zu essen machen und. Das erfüllt ja alles die Gebote der Nächstenliebe zum Beispiel. Ne? Man darf viel mehr Dinge machen, Michael, als das die meisten Menschen überhaupt verstehen, weil es sind die Pharisäer und Schriftgelehrten aus dem jüdischen Geschlecht damals, die so viele Gesetze auf den Sabbat zusätzlich aufgelegt haben, die Gott niemals ordiniert hat. Wie zum Beispiel, man darf am Samstag kein Feuer machen. Wo steht das in der Bibel?
wo steht in der Bibel, dass ich also mit anderen Worten am Samstag mein Auto nicht starten darf, weil da mache ich ja Feuer. Ne? Ich starte ja mit den Zündkerzen oder Glühkerzen oder was, starte ich ja ein Feuer. Deswegen haben die jetzt das Elektroauto erfunden. Aber wo steht das bitte schön drin, dass ich mir zum Beispiel am Samstag kein Essen machen darf? Sie haben Jesus Christus einmal probiert ranzukriegen, als er mit seinen Jüngern über ein Feld ging und sie waren ausgehungert und sie haben sich Körner gepflückt und haben die Körner gegessen. Dann sind die Schriftgelehrten gekommen und gesagt, du brichst den Sabbat. Ja, das sind aber nicht göttliche Gesetze, die da gebrochen werden, sondern das sind Menschengesetze. Die Menschen haben mit ihren eigenen Traditionen den Sabbat untragbar gemacht. Deswegen hat Jesus Christus zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, nicht der Mensch wurde für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Ja? Und das ist genau das, diese ganze Gesetzgebung, die damit bei ist, das ist totaler Bullshit. Also das jetzt mal ein bisschen grob zu sagen. Natürlich sollte man normalerweise dafür sorgen, dass man seine Essenssachen und sowas klar hat. Deswegen hat ja auch damals in der Zeit, wo Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen ist, haben sie ja jeden Tag Sabbat, haben sie jeden Tag ihr Manna geregnet bekommen vom Himmel, ihr Brot geregnet bekommen vom Himmel. Außer am Sabbat, nämlich am Freitag, also am Vorbereitungstag, haben sie genug für 2 Tage bekommen. Und das Brot, das normalerweise nach 24 Stunden schlecht war und gammelig war und man nicht mehr essen konnte, hat am Freitag, als es geregnet hat, für 2 Tage gehalten. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie danach später irgendwo in der Bibel aufgezeichnet haben, dass als diese 40 Jahre durch die Wüste gehen vorbei war, dass sie sich immer nur noch vom Brot ernährt haben. Und dass sie auf dem Samstag sich, also auf dem 7. Tag, sich kein Essen bereitet haben. Und selbst wenn das so ist, ich sage ja, wie gesagt, ich bin auch kein perfekter Sabbathalter. Ich bereite mir auf dem Samstag mein Essen. Oder meine Mutter bereitet es für mich und ich genieße davon. Wie auch immer. Oder ich helfe dabei. Ich habe damit kein Problem, auf dem Samstag Essen zu machen. Oder auf dem Sabbat Essen zu machen. Aber da sind viele, viele Gesetze mit bei, die zusätzlich von Menschen damit reingetragen wurden, die ursprünglich überhaupt nicht die Absicht waren, um darin zu sein, die in der Bibel nicht drinstehen, die nicht biblisch ordiniert sind. Ja. Ja, fahren wir dann fort, oder? Genau. Gut. Gott bildete die Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ist die Überschrift der nächsten paar Verse. Wo wir lesen im Kapitel 2 von Genesis, Vers 4, Zitat. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, hier muss ich eben mal pausieren. Ihr hört natürlich schon warum, ne? Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Nicht der Mensch bekam eine lebendige Seele. Also die Seele ist nichts, was wir bekommen. Die Seele ist etwas, was wir sind, durch den Atem oder Odem des Lebens eingeblasen zu bekommen. Hier, beim ersten Menschen, hat Gott den Odem des Lebens in die Nase des Menschen geblasen. Heutzutage kriegen wir einen Klaps auf den Hintern und holen wir selbst Tiefluft und schreien und holen die Luft. Das ist der einzige Unterschied. Aber in dem Augenblick, spätestens in dem Augenblick, wo wir so leben, sind wir eine lebendige Seele. Wir atmen davor im Bauch unserer Mutter auch schon, aber wir atmen auf eine andere Art und Weise. Luft atmen tun wir so schon. Ich sage hiermit eindeutig nicht, dass wir erst eine Seele haben, wenn wir anfangen zu atmen. Ja, oder dass wir eine Seele werden, wenn wir anfangen zu atmen. Folgens meinem Verständnis sind wir eine Seele von dem Augenblick, wo wir im Mutterleib geschaffen werden. Die Zusammenfügung von Samenzelle und Eizelle. Wenn das passiert, übrigens gibt es da sogar Bilder von, habe ich mal bei
Presence of God Ministry.org auf dem Video oder sowas gesehen, müsst ihr mal nachschauen. Es gibt Bilder, die man aus dem Mutterleib aufgenommen hat, wenn man diese Befruchtung hat, dass da ein Licht entsteht. Und Jesus Christus sagt, er ist das Licht des Lebens, ne? Ich bin das Licht der Welt, ne? Oder das Licht der Welt. Johannes 8,12. Ja. Also, ich finde es von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir Vers 7 noch einmal gut verstehen. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also ich werde eine Seele nicht, ich habe eine Seele. Und jetzt haben wir natürlich dieses Problem im Antichristensystem, im römisch-katholischen, im babylonischen System. Die sprechen von der unsterblichen Seele, die sprechen auch von einer Seele, die wir haben, nicht eine Seele, die wir werden, weil sie sagen ja, ach guck mal, der Tod und der verlässt die Seele den Körper und so weiter und so weiter. Dieser ganze Quatsch, alles total unbiblisch. Einer der absolut unbiblischsten Filme, auch wenn ihr dabei wahrscheinlich viele Tränen verloren habt, ist Sam. Ghost oder Geist, Nachricht von Sam. Ja? Einer der absolut unbiblischsten Filme, was diese Sache angeht. Ja? Weil da eben die Seele als etwas dargestellt wird, was neben dem Körper existiert. Ja? Und die Bibel ist, was den Tod angeht, an anderer Stelle auch noch ganz, ganz deutlich. Da wollen wir jetzt hier gar nicht drauf hineingehen. Aber wenn man die Bibel richtig liest, wie ich sie gerade eben gelesen habe, und wenn man sie richtig versteht, wie wir alle sie jetzt hoffentlich richtig verstehen, steht hier ganz klar, dass wir eine Seele werden. Das heißt, in dem Moment, wenn wir unseren letzten Atemzug tun, dann sind wir keine Seele mehr. Dann ist dieser Körper einfach nur noch ein Klumpen biologischer Abfall. So. Das wollte ich doch mal eben deutlich machen. Und jetzt natürlich gerne eure Meinung dazu. Ich habe da keine differente Meinung zu. Oh, das ist ja schon mal schön. Ich finde, es ist also zwangsläufig wirklich so, dass beim ersten Atemzug, also beim Abnabeln der Nabelschnur, beim Durchtrennen der Nabelschnur, das im Krankenhaus als Entstehungsdatum, also als Geburtszeit vermerkt wird, nach den Informationen, die ich habe. Und dass das Leben halt viel vorher entsteht bei der Befruchtung, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass wir da eben genauso differente Meinungen haben zur zwangsläufigen weltlichen Einstellung, die halt das die Entstehung des Lebens halt immer am liebsten noch ich habe letztens gelesen, auf 6 Wochen nach der Befruchtung festlegt, wo dann angeblich erst das Gehirn geschaffen wird oder etwas Ähnliches, will mich da jetzt gar nicht auf den Zeitpunkt festlegen. Ist halt schon sehr absurd, wie man das... Es gibt in unserem System, Michael, es gibt in unserem System jetzt sogar schon die Lehre von der Postnatal Abortion, also von der nachgeburtlichen Abtreibung, dass man innerhalb von 30 Tagen nach der Geburt noch abtreiben lassen kann. Also mit anderen Worten, das geborene Kind, das schon einige Wochen auf der Welt ist, einfach abschlachten lassen kann. Und ja, wir, Abtreibung. Und der Punkt, den ich auch noch machen wollte, weil ich eben gerade davon gesprochen hatte, in dem Augenblick, wenn die Samenzelle mit der Eizelle, wenn diese Fruchtbarkeit, wenn das kommt, wenn dieses Licht da, was sogar auf Video festgehalten ist, wenn dieses kommt als Zeichen, dass da ein neues Leben entsteht, das Problem ist doch, wenn die Frauen heutzutage die Antibabypille nehmen. Die Antibabypille vorkommt nicht diesen Moment der Schöpfung des Lebens. Sie vorkommt nur, dass das Leben, das dann geschöpft wurde, sich in die Gebärmutter einnestelt und dort sich weiterentwickelt. Aber Abtreibung ist etwas, was durch die Antibabypille auch passiert. Und zwar jedes Mal, wenn ich so eine Pille nehme, sorge ich dafür, dass das Leben, das in meinem Körper geschaffen wurde, wenn es denn geschaffen wird, wenn ich dann... Ne, wir wollen jetzt nicht in Details gehen. Wenn du schnackselst, ja. Dass anstatt ich diesem Leben dann auch den Lebensraum gebe, dass ich dieses Leben durch die Einnahme dieser Tablette abtreibe, töte. Ich töte.
Ich töte nicht nur durch die Abtreibung, wenn ich zum Arzt gehe und innerhalb von so und so vielen Wochen nach Beginn der Schwangerschaft abtreiben lasse. Ich treibe auch ab jedes Mal, wenn ich die Antibabypille nehme. Ja. Weil das Leben ist im Grunde vorher schon entstanden. In dem Moment, wo die Frucht, wo die Befruchtung der Eizelle stattfindet. Ja, sag mal. Ja, ich glaube, dass es den meisten gar nicht bewusst ist. Nein, das ist ja das Problem. Das wird ja bei uns auch nicht gelehrt, Michael, vollkommen richtig. Deswegen, ich sage das ja auch nicht vorwurfsvoll. Nein, das wird nicht gelehrt. Gott bewahre. Wenn morgen alle, die sich bibelgläubige Christen nennen, das begreifen würden, dann könnten morgen die Pharmaindustrie sowieso die Tür zumachen. Ja? Ja, das ist halt einfach der Punkt, dass die Menschen halt ganz, ganz viel autoritätsgläubig sind und halt auf ihre Medien und ihre Pharmaindustrie und die Ärzte halt hören. Die Mutter, ja, verschreiben Sie mal die Pille oder solche ganzen ähnlichen Dinge. Und da wird, glaube ich, überhaupt nicht nachgefragt, weil das ein Thema ist, da müsste man sich ja wieder in die Tiefe begeben und selber halt studieren. Und das ist den vielen Menschen unbequem, wenn den Menschen ohnehin das Denken abtrainiert wird, ja. Es ist immer jemand da, der für einen denkt. Und wenn diese Organisationen halt für einen denken, und da steht ganz groß in irgendeinem Nachrichtenmagazin oder in der Tagesschau, dann glaubt das die Großzahl der Menschen, weil die halt einfach... Denken, ne? Oder wie heißt das? Habe ich das letztens genannt. Ja. Ja, aber es ist genauso wie mit dem Hirntod, ja. Es ist auch, von beiden Richtungen ist es so, ne. Also Es gibt da eine satanische Auswüchse in unserer Welt. Interessanterweise hat das Frank Elstner wohl mal vor ein paar Jahren gesagt, dass es da wohl unheimlich satanische Auswüchse oder so gibt. Da gibt es ein Fernsehinterview von ihm. Der satanische Einfluss auf dieser Welt ist unverkennbar oder so, hat er gesagt. Das fand ich super interessant. Frank Elstner, den wir noch kennen als Moderator und Erfinder von Wetten, dass. Und das haben wir auch zu beiden Richtungen. Das haben wir sowohl bei der Entstehung des Lebens, über die Abtreibung oder Verhütungspille sozusagen, die er eben nicht verhütet, die ihr Leben vernichtet. Und das haben wir dann auf der anderen Seite mit dem Hirntod, der dann festgestellt wird, damit halt auch möglichst frische Organe beispielsweise wieder verwendet werden können. Solche Dinge. Na, jeder Doktor, der ein kleines bisschen das von dem Job versteht, der sagt ganz deutlich, Organe können nicht aus einem toten Körper entnommen werden. Genau. Jetzt gehen wir ja schon weit über diese Bibelstudie hinaus und wir können halt jetzt da... Ja, aber das ist ja die Absicht, oder? Weiß ich nicht. Definitiv ist es so, man kann das ganze medizinische System halt, wenn man vom biblischen Standpunkt aus betreibt, dient es letzten Endes nur weltlichen Gesichtspunkten und nicht der Erzielung der Gesundheit, denn ein gesunder Mensch, da verdient halt der Arzt oder die Industrie halt nichts dran. Und sollten wir Max mal einladen hier. Ja, gut. Kann er ja gerne machen. Aber der Punkt ist doch eigentlich der, das ist ja bekannt, dass die besten Kunden halt diejenigen sind, die ja so permanent irgendwo im Sichtung sind und permanent von der Pharmaindustrie abhängig gemacht werden. Denn das ist ja abhängig von Medikamenten zu sein, ist ja dann halt genauso wie ein Suchtmittel. Ja, der Körper speichert die Informationen irgendwo und sagt, hey, ich habe wieder kein Sedativum, ich werde wieder rappelig. Und das ist genauso wie die Kollegen, die jeden Morgen halt ihren Kaffee brauchen, überhaupt arbeiten zu können. Das ist eine Sucht. Ja? Das ist ein Suchtverhalten, was der Körper dann entwickelt, weil er sagt, nee, also ohne das läuft nichts. Und da können wir jetzt beliebig weit mit diskutieren. Aber für mich ist der Punkt der, wenn du die Antibabypille anbringst, dann bringe ich auch den Hirntod an. An beiden Seiten wird letzten Endes da gearbeitet, um möglichst schnell Leben auf diesem Planeten zu vernichten und damit gegen die Schöpfung zu arbeiten. Denn die Schöpfung hat keine Antibabypille ordiniert. Und die Schöpfung hat auch keinen Hirntod festgestellt. Und die Schöpfung hat einfach gesagt, die Leute sterben eines natürlichen Todes und auch nicht mit Sterbehilfe. Da kann mir jeder erkommen von wegen, ja hier, Sterbehilfe ist human. Ja, human vielleicht, wenn man weiß, was human ist. Ja, aber Sterbehilfe ist sicherlich weder christlich, ja, noch besonders liebevoll. Ich finde es halt einfach nur erschreckend, wie die Grenzen, die moralischen Grenzen so mittlerweile verschoben sind, dass du als gesunder Mensch heutzutage den Risikofaktor darstellst, als gesunder denkender Mensch einen Risikofaktor darstellst, weil du halt dann
plötzlich feststellst, wie die Welt wirklich tickt. Und das ist nicht erwünscht. Da empfehle ich mal einen kurzen Ausflug nach Aldous Huxley, Brave New World von 1932, glaube ich, der da schon gesagt hat, in schöne neue Welt, was zu meiner Zeit damals noch im Deutschunterricht ein Pflichtheft, ein Pflichtbuch gewesen ist zu lesen. Und da steht halt drin, dass halt die Massenpropaganda über Tonbandaufnahmen, Fernsehen und so stark ist, dass die Leute nur noch in der Gemeinschaft glücklich sind, wenn alle dasselbe empfinden. Ne? Also eigenes Denken oder Individualismus hat bitteschön fortzubleiben. Das stört nur, wenn Leute plötzlich das System an sich in Frage stellen. Und dieses System, in dem wir uns hier bewegen, ist halt ganz klar antibiblisch und deswegen ein weiterer Beweis darüber, dass eben nicht, dass die Welt zwar von Gott erschaffen ist, aber halt eben von dem Fürsten dieser Welt regiert wird. Und das ist halt Satan und da muss man sich halt nicht wundern, wenn diese satanischen Auswüchse halt dauernd hochkochen und die Leute sagen, ja, schon wieder ein Missbrauchsskandal, schon wieder irgendeine Opferung, schon wieder Pädophilie, schon wieder Sodomie, schon wieder Ermordungen, Raub und Diebstahl. Es sind alles Dinge, die im Garten Eden nicht passiert sind. Deswegen brauchte man da auch keine Gesetzesvorlage, weil eben da der Tod und das Böse da noch nicht Einzug gehalten hat. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, wenn ich darf, weil mir liegt schon seit 2 Minuten oder 3 Minuten okay. auf der Zunge, was okay. ich unbedingt sagen muss, weil sonst ist es weg. Wir haben ja das Gebot von unserem Herrn, du sollst nicht töten. Du hast gerade eben die Sterbehilfe angesprochen. Die Euthanasie und sowas. Mhm. Da kann ja die Moralvorstellung des Einzelnen noch so gut sein. Aber das Problem ist doch, dass wir dann immer nach den Moralvorstellungen der Menschen handeln und nicht nach der Moralvorstellung von unserem Herrn. Gott sagt, du sollst nicht töten. Und Euthanasie ist nichts anderes als töten. Auch Selbstmord ist nichts anderes als töten. Ich sage es mal so, wie es wirklich biblisch gemeint ist, ob euch das jetzt passt oder nicht. Nur derjenige, der Leben gibt, hat auch das Recht, das Leben zu nehmen. Ganz genau meine Meinung, absolut. Und derjenige, der das Leben gibt, ist immer noch unser Schöpfer Gott. Und wenn er ordiniert, dass das Leben gegeben wird, dann gibt er es. Und wenn er ordiniert, es soll genommen werden, soll es genommen werden von ihm. Deswegen steht an einer bestimmten Stelle in der Bibel geschrieben, wir müssen nicht denjenigen fürchten, der uns das Leben hier auf der Erde nehmen kann, sondern wir müssen denjenigen fürchten, der uns das leibliche und das seelische Leben in der Hölle nehmen kann, der uns ganz auslöschen kann. Weil hier auf der Erde, das ist jetzt eine andere Sache, das geht auch jetzt zu weit, um das noch auseinanderzuteilen, weil wir sind schon bei 95 Minuten Aufnahme heute. Der Punkt ist, nur Gott, der das Leben gibt, hat das Recht, das Leben zu nehmen. Und wenn ein Arzt oder Psychologe oder sonst jemand sich anmaßt, die Moral in seine eigene Hand zu nehmen und seine eigenen Moralvorstellungen durchzusetzen auf andere Leute, und da geht es jetzt einerseits um denjenigen, der die Euthanasie durchführt, auf der anderen Seite geht es auch um denjenigen, der sagt, ich will euthanisiert werden. Wenn ich den Entschluss nehme, ich nehme mir selbst das Leben, entweder durch meine eigenen Hände oder wenn ich es nicht mehr kann, lasse ich die Hände eines anderen dafür arbeiten, um das zu tun, dann begehe ich Mord, dann töte ich und dann breche ich das 6. Gebot unseres Herrn. So einfach ist das. Ja, da kann ich dem nur beipflichten. Und noch ein weiterer Punkt dazu ist doch, jetzt hast du so viele Sachen gesagt, dass ich ehrlich gar nicht. Ich hab 2 Punkte, ich nenne erstmal den zweiten. Der zweite ist, einer meiner Lieblingsvorstellungsberufswünsche wäre Tierarzt gewesen. Aber dann würde ich zum Mörder werden, weil dieses Einschläfern auch nur ein Euphemismus ist, also eine Verniedlichung. Jemanden halt oder ein Lebewesen mit ein Lebewesen mit einer Seele, wie wir festgestellt haben, ja, das Zeitliche zu segnen, wenn man so sagt, also umzubringen, ja, denn Einschläfern ist ein Euphemismus, ja, es wacht nicht wieder auf. Einschläfern ist lästerlich, ist satanische Sprache, es gibt kein Einschläfern. Es ist Mord, es ist einfach die Beendigung des Lebens, der irdischen Existenz. Punkt aus. Jemand ist kein des Einschläfern. Lebens berauben, sagt man doch auch, ja. Ne? Finde ich ja. einen sehr. Und jetzt habe ich auch meinen ersten Punkt wieder. Viele werden dann aufschreien und sagen, was erzählen die da alle für einen Stuss?
die zwei Geschlechtspartner, also Mann und Frau, schenken das Leben. Dann frage ich mal umgekehrt, wenn Mann und Frau geschlechtlich miteinander verkehren, ja, wer entscheidet dann, wann die Frau schwanger wird? Wer entscheidet dann, welches Kind die gebärt? Wer entscheidet dann über das Geschlecht? Wer entscheidet dann über die Intelligenz? Und so weiter und so fort. Wer denn? Der Mann, die Frau? Es gibt so viele, die kinderlos bleiben oder wo es halt unendlich lange dauert oder die halt dreimal dann ein Mädchen haben und. Ich habe einen sehr guten Freund von mir zum Beispiel, der ist hochintelligent, ganz lieber Kerl und der hat ein gehandicaptes Kind. Er hat ein voll gehandicaptes Kind, das er total liebt. Ja, aber war dessen Wunsch denn gewesen, der Wunsch der Eltern, ein gehandicaptes Kind zu haben, damit die Ehe noch weiter zusammenwächst? Ich meine, wie kann man so schräg denken? Also, man weiß nicht, was man bekommt. Ja, man kann zwar Leben in die Welt setzen, die Frau ist dann der Geburtskanal, aber man kann nicht aktiv bestimmen, so, wir hätten gern ein Kind, was am 18.12. geboren wird. Und warum gibt es ja jetzt Designerkinder? Entschuldigung, dass ich dich da mal unterbrechen muss. Aber ja, das ist eben halt die Wirkung des Teufels, Michael. Ich wollte das nur mal klarstellen, weil die Leute glauben wirklich landläufig, aha, guck mal hier, wir erschaffen jetzt Leben. Ja, so. Ja, der Bauer ja auch sagen, er erschafft Leben, weil er im Herbst etwas pflanzt, was im Frühling aufgeht. Aber das ist auch nicht. Das ist Gott, der das Leben daraus erschafft, ne? Aus dem gestorbenen Samen. Ja, wenn überhaupt, ist es die Photosynthese. Ja. Also der Vorgang an sich mit Wasser, Luft, Sonneneinstrahlung und der Same, der da keimt. Ja, der Same selber bringt ja auch keine Frucht hervor. Das kommt ja darauf an, in welchem Boden der ist und welche Witterungszustände da waren. Oder der kann ja auch beispielsweise bei Pflanzen, die können ja auch erfrieren. Ja, also ich tue mich da sehr schwer mit, einen Menschen als Schöpfer eines Lebewesens anzusehen. Ich sehe da halt etwas ganz anderes, wenn da ein Leben entsteht. Ich sehe da ein sehr, sehr komplexes Wesen, was dann den geistigen Horizont von Vater und Mutter in der Regel völlig überschreitet. Und jemand, der Eltern ist, wird mir dabei beistimmen können. Ja? Ich stimme dir bei, ich bin Eltern. Ja, ja, du bist auch älter. Nein, aber mit E, ja. Genau, ja. Ja, ja. Und da sehe ich halt einfach einen riesen Punkt. Viele Menschen überschätzen da einfach ihre eigenen Fähigkeiten. Ja, man kann letzten Endes wirklich nur hingehen und sagen, Leute, schaltet mal bitte einen Gang zurück. Wir sind nicht so wichtig, wie wir uns selber einschätzen. Wir sind halt einfach ein Lebewesen, was sterblich ist. Und wir haben auch keinen Einfluss darauf, wann wir sterben. Auch nicht ein Herr Rockefeller mit seiner 7. Herztransplantation. Der lebt auch nicht ewig. Und das ist sogar im doppeldeutigen Sinne. Aber Thema ist ja jetzt, wie man die ganze Schöpfung sieht. Und die Achtung vor der Schöpfung und das Achten des Wortes Gottes bezieht dann auch die 10 Gebote, die dann später folgen, im 2. Buch Mose ja auch, mit sich ein. Und da der Tod noch nicht bekannt ist im Kapitel 2, wo wir gerade jetzt sind, ist es halt für uns eigentlich am natürlichsten, wenn wir doch einfach von der, das ist ja quasi schon mein Schlussplädoyer, wenn wir davon ausgehen würden, lass uns doch einfach mal den bestmöglichsten Zustand herbeisehen, den wir hätten haben können. Und das wäre doch eigentlich der paradiesische Zustand im Garten Eden, wo wir sagen, wir sind unsterblich, also wir haben den Tod nicht geschmeckt sozusagen, wir haben den Tod nicht kennengelernt, wir haben die Sünde nicht kennengelernt, wir sind von allumfassender Liebe und von göttlicher Intelligenz inspiriert, wir haben alles das, was wir brauchen nicht jeden Tag arbeiten zu gehen, das ist alles da. Ja, Vers 25 in Kapitel 2 ist, bis dahin ist es am schönsten, ja. Ja, jetzt kommst du gerade voll digitalisiert und verzerrt hier rüber. Ich hoffe, liegt jetzt nur an mir. Das ist nur bei mir hier der Fall. Aber das ist ja so mein, das wäre so mein Wunsch zu sagen, guck mal hier, das ist dann das Land, wo man sagt ja dann so, ne, wo Milch und Honig fließen. Und wobei wir der Milch auch schon wieder ein Problem haben. Aber wie gesagt, das wäre der Optimalzustand. Dann hätten wir nämlich eine Welt, die hier auf dieser Welt in dem sündigen Fleisch nach dem Sündenfall gar nicht möglich ist. Ja, das wäre ein Leben, wo man keine Schlösser vorm Haus braucht, weil keiner einbricht, weil niemand auf die Idee kommt, jemand anderem irgendwo weh zu tun oder an der Kreation und der Schöpfung Gottes irgendetwas herumzufuschen.
Und deswegen, wenn da jemand sagt, von wegen, hier ist alles göttlich und ich kenne da, mir fallen da direkt Leute anderer Glaubensrichtungen, zum Beispiel Hinduisten und Buddhisten ein, die da immer nur das Göttliche erkennen im anderen und immer sagen, alles supi hier auf der Erde, alles ganz toll, dann frage ich mich ja, dann dürft ihr auch zu Hause eure Wohnung nicht abschließen, dann dürfen eure Kinder die ganze Nacht draußen rumtollen, dann braucht ihr gar nicht arbeiten zu gehen und dann werdet ihr auch nie sterben, ist alles super hier. Ja, und daran sehe ich doch, welche große Lücke klafft zwischen dem damaligen paradiesischen Zustand im Kapitel 1 und am Anfang des Kapitels 2 und zwischen der heutigen Welt, in der wir leben. Wer will denn da noch bestreiten, dass wir in einer satanischen Welt leben, in der wir halt einfach nur Mord und Totschlag haben und die Leute halt 180 Grad umgekrempelt werden zur biblischen Lehre. Und dass, wenn wir da nur einen von erreichen, der dann nach dieser Sendung oder nach den Sendungen, die da noch kommen mögen, dann wirklich sagt, boah, ey, Wahnsinn und toll und jetzt weiß ich endlich, wofür es sich zu leben lohnt und dass ich endlich mal wieder die Bibel lese, ja, das wird auch ein Riesenerfolg. Und damit gebe ich jetzt weiter. Na schön, dann hat Victor sicher noch ein paar abschließende Worte, denke ich mal. Ne? Ja, ich danke auf jeden Fall auch für die doch wunderbare Bibellesung mit euch. Und ich habe jetzt noch im Zuge dessen, weil Michael mal zwischendurch was sagte von Tierarzt und so, da ist mir eingefallen, auch natürlich, wie heutzutage ja auch schon ja so weit in das Leben auch der Tiere eingegriffen wird oder bestimmt wird, dass da jetzt noch Fruchtbarkeit herrscht oder nicht oder wie auch immer. Ich sehe das manchmal so an diesen, ja, die viele haben ja ein Haustier zum Beispiel. Und ja, da ist die Katzensterilisation und so sprichst du so, an, ne? Sowas zum Beispiel, ja, genau. Und das geht ja auch noch weiter bis in diesen ganzen landwirtschaftlichen Bereich, wo ja auch ja das sicherlich unter ja kommerziellen Absichten da auch sozusagen künstliche Befruchtungen stattfinden. Und ja, wir letztendlich uns ja von diesem an sich perfekten Zustand aus der Schöpfungswoche ja soweit schon, wie Michael das auch gerade sagte, im Grunde uns 180 Grad ja, entgegengesetzt und verabschiedet haben. Und ja, gut, dahingehend hätte ich jetzt sonst nichts weiter noch anzufügen, außer dass ich mich freuen würde, wieder euch mit euch verbunden zu sein demnächst und weiter zu studieren. Und ja, gebe ich das Wort dann auch erstmal weiter. Schön. Also mir hat es auch gefallen, um noch mal eben kurz einen kleinen Abschluss nur zu machen. Mir gefällt vor allen Dingen, dass wir uns nicht hier stur an der Bibel festklammern, an dem einen Buch oder Vers oder Kapitel, wo wir jetzt gerade drin sind und nur das besprechen, sondern dass wir auch immer probieren, die Verbindung zu legen zu unserem Leben, wie es heute ist, wie unser Leben selbst ist, also Viktors, Michaels, meins, in der Hoffnung, damit auch euch da draußen, die ihr diese Videos anschaut, ansprechen zu können und dass wir nebenbei die Bibel probieren, Kapitel per Kapitel, Vers für Vers, so wie wir jetzt im Moment angefangen haben, zu erklären und dem Ganzen Sinn zu geben und euch deutlich zu machen, dass es so, wie es geschaffen wurde, damals perfekt war und dass leider das heute nicht mehr so ist und dass da es heute nicht mehr so ist, wir auch nicht mehr danach streben können, wie es damals war, sondern dass wir im Endeffekt nur eins tun können. Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, die Gnade, das Geschenk der Gnade unseres Herrn annehmen, durch den Glauben an ihn und durch ihn errettet werden zu können, dass wir in diesem Leben begreifen, dass wir hier die Chance bekommen, durch das Geschenk, das er uns gibt, anzunehmen, wenn er wiederkommt, den Zähler auf Null zu setzen und nochmal anfangen können und das Leben genießen können, wie Gott es im Grunde in der Schöpfung damals für uns alle vorhergesehen hat oder vorgesehen hat, wie es gedacht war. Wer das Leben erleben möchte, ohne Krankheit, ohne Lug, Betrug, Einbruch, Mord, Lüge, alles drum und dran, wie es hier in dieser Welt ist, wer dieses bessere Leben haben möchte, der muss nur das Gratisgeschenk von Gott annehmen, des ewigen Lebens. Weil die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, warum Gott es zulässt, dass so viele Menschen auf so viele Arten und Weisen sterben. Sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum nimmt der Mensch nicht das Gratisgeschenk von Gott des ewigen Lebens an? Dafür müssen wir weiterhin unsere Bibel studieren.
Und auch neben dieser Studie rate ich jedem an, seine eigene Bibel festzunehmen und zu studieren. Von daher, lest eure Bibel und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Stripes and with his stripes.